Hallo, Falk mein Name. Wir kommen aus dem Hause Rosenbauer Karlsruhe, sind im technischen Vertrieb zuständig und machen die Vorführungen. Hi, ich bin Philipp. Heute machen wir eine neue Folge zu Frag Phil und Falk und es geht um die Thematik hohe Windgeschwindigkeiten, starke Windlasten an der Drehleiter und wie nutze ich die Drehleiter bei größeren Windgeschwindigkeiten auch noch sicher. Das bearbeiten wir jetzt. Machen wir. Starten wir durch. Wenn wir jetzt unter dem Fahrzeug ja beginnen mit der Abstützung, auf was müssen wir als allererstes achten? Seitens Windgeschwindigkeit bis 12,5 Meter pro Sekunde können wir uneingeschränkt arbeiten. Die Stützkonfiguration ist hier dem Bediener überlassen, welche Situation gerade abgedeckt werden muss. Von daher können wir auch in Kontur abstützen, etwas größer abstützen oder maximal abstützen. Das würden wir jetzt gerade kurz mal zeigen. Dann machen wir das, oder? Genau. Auf was müssen wir jetzt dann dementsprechend genau achten, wenn wir größer 12,5 Meter die Sekunde sind? Die Stützkonfiguration Max muss angewählt werden und somit können wir auch sicher bei Windgeschwindigkeiten über 12,5 Meter pro Sekunde arbeiten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, sobald die Windgeschwindigkeit größer 12,5 Meter die Sekunde beträgt, müssen wir mit dem Fahrzeug in einem Bereich der Schräglage kleiner gleich 7 Grad bleiben. Woran kann ich das dann hier am Display ablesen? Ich sehe hier die Längs- und Querneigung des Fahrzeugs zum einen in der Bildform. Des Weiteren habe ich dann nochmal das Statusmenü, wo ich dann in der Textform die Längs- und Querneigung nochmal ablesen kann. So, wir haben jetzt hier mit einem manuellen Windmesser die Windgeschwindigkeit ermittelt. Das sind wir jetzt hochgefahren. Somit aus dem Windschatten von den Bäumen und umliegenden Häusern raus und haben jetzt auf einmal hier oben Wind, den wir unter am Boden gar nicht messen können. Darum auch wichtig, hier am Korb mit dem Windmesser zu arbeiten. Da hat man dann auch die Möglichkeit, hier ein elektrisches Windmesser am Korb zu verbauen, wo ich dann auf meinem Display im Korb und am Hauptbedienstand angezeigt bekomme, wie schnell ist denn die Windgeschwindigkeit hier oben. Falk, wie groß ist denn eigentlich von unserem Leitersatz die Windangriffsfläche? Da habe ich was vorbereitet. Boah, Falk, es ist ja echt interessant zu sehen, wie groß eigentlich die Fläche von unserem Leitersatz ist im ganz ausgefahrenen Zustand. Wenn wir ja größer 12,5 Meter die Sekunde Windgeschwindigkeit sind, dann muss ich ja, um im Prinzip sicher mit meiner Leiter weiterarbeiten zu können, die Leiterlänge reduzieren, um im Prinzip die Fläche kleiner zu machen. Heißt, bis 22 Meter die Sekunde dürfen wir unsere Drehleiter betreiben. Bei 22 Meter die Sekunde ganz eingefahren, beziehungsweise ab dann ist der Leitersatzbetrieb untersagt. So Phil, jetzt kommen wir zu der zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme, den Halteleinen. Die bringen wir jetzt einfach mal an. Wir gehen an die Leiterspitze, wenn der Korb nicht montiert ist, oder an die Korbgabel, wenn der Korb montiert ist. Das machen wir einfach durch Umschlagen der Karabiner an der Korbgabel. Wie viel Kraft müssen wir aufwenden, um die Leiter gerade zu halten? Grundsätzlich geht es hier ja eigentlich darum, wir wollen mit den Halteleinen die Leiter davor schützen, dass sie sich bei böigen Windsituationen nicht aufschaukelt. Dementsprechend bleiben wir auf Zug, aber wir hängen uns nicht mit Kraft ins Seil rein, weil wir ja keine zusätzliche Belastung auf den Leitersatz ausüben wollen. So viel für die Sicherheitsmaßnahmen. Bei stärkerem Wind brauchen wir die zwei Halteleinen im Bereich des Korbes, die zwei führenden Personen der Halteleinen, aber auch eine dritte Person, die Anweisung gibt zum Ziehen oder zum Halten der Leiter, in welche Richtung das gehen soll. Phil, was sind die Themen, was wir heute gelernt haben? Bis 12,5 Meter die Sekunde müssen wir ja erstmal gar nichts machen, außer
Ganz wichtig auf die Meldungstypen am Hauptbedienstand und Korbbedienstand der Displays achten. Wenn wir größer 12,5 Meter die Sekunde haben, mehrere Einschränkungen, wie beispielsweise, dass wir immer maximal abgestützt sein müssen. 7 Grad Schräglage dürfen nicht überschritten werden. Muss der Leitersatz zwischen 12,5 und 22 Meter die Sekunde proportional immer weiter eingefahren werden, bis wir schlussendlich bei 22 Meter die Sekunde komplett eingefahren sind, heißt 0 Meter ausgezogen. Und größer 22 Meter die Sekunde ist somit der Drehleiterbetrieb komplett untersagt. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme bei Wind wäre dann noch die Halteleinen anzubringen. Vielen Dank für euer Interesse an Phil und Falk. Zum Schluss dann könnt ihr uns gerne noch ein Like da lassen. Schreibt, wenn ihr Fragen habt, unten an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Falk.